Einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist 5.30 Uhr und ich bin endlich wieder auf Tour. Ja, wie ihr sehen könnt, ein wunderschönes Morgenrot. Und Betty läuft sich auch schon warm. Und heute geht es erstmal Richtung Stralsund, also wieder an die Ostsee. Ich war lange am Überlegen, ob Ostsee oder Zugspitze. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kommt ihr auf Ostsee oder Zugspitze? Ganz einfach, Ende März. Man schaut, in welche Richtung des Landes die Wetterprognosen besser sind. Und ja, da fahre ich einfach hin. Und das sieht momentan Richtung Ostsee einfach besser aus als Richtung Süddeutschland. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Stralsund als grobes Ziel ansteuern. Und alles Weitere sehen wir dann vor Ort. Ich werde voraussichtlich 14 Tage unterwegs sein. Also, wir sehen und hören uns später, wenn ihr mögt. Also, wenn das so weiterläuft, bin jetzt 2 Stunden unterwegs und habe 220 Kilometer. Das ist echt klasse. Es ist überhaupt noch kein Verkehrsaufkommen. Super, aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Trotzdem genieße ich so die freie Fahrt. Ja, jetzt bin ich schon seit 20 Minuten von der Autobahn runter, habe noch 30 Kilometer und fahre die ganze Zeit schon so eine schöne Allee hier. Und rechts und links von der Straße sind überall so schöne erhaltene oder schon sanierte, ja, historische Gebäude, nenne ich es einfach mal. Und extrem viele Blitzkästen. Also Vorsicht. Ja, ich habe jetzt länger nach einem Stellplatz in Stralsund geguckt, wo ich mich hinstellen könnte. Aber hier gibt es nichts, was nicht überwacht ist, kostenpflichtig oder mit Schrank, wo man abends nicht mehr rauskommt. Daher habe ich mich jetzt entschlossen, mich hier an der Stralsundbrücke Richtung Rügen auf den Platz zu stellen. Kostet 16 Euro von, also bis morgen 15 Uhr inklusive Sanitärgebäude und Fähr- und Entsorgung und so weiter, aber das brauche ich alles nicht. Deswegen werde ich jetzt hier den Tag mal in Ruhe ausklingen lassen und alles Weitere seht ihr dann. Jetzt bin ich unterwegs Richtung Ozeanium, erstmal in Stralsund. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht, weil nach der Fahrt waren doch 7 Stunden fast. Nee, Quatsch, oder? Ja, doch 7 Stunden, bis ich jetzt auf dem Stellplatz war. Ja, war ich doch ein bisschen geschafft. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was Stralsund so zu bieten hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hier machen soll, weil das alles recht eng ist und beim Filmen, ja, kriegt man die Hälfte irgendwie nicht drauf. Habe ich so das Gefühl. So wie dieses Speicherhaus da jetzt, das ist wunderschön. Aber auch hier, wenn man mal so schwenkt, da sind viele schöne kleine Ecken. Vielleicht muss ich auch ein paar mehr Bilder einfügen. Dort im Hintergrund ist die Rügenbrücke wieder zu sehen. Und hier geht's jetzt in den Hafen. Oh, und das holpert, mein lieber Herr Gesangsverein. Dort ist das Ozeanium zu sehen. Hier geht es jetzt über die Klappbrücke.
Ja, ich habe heute gar nicht viel erzählt. Habe ich das gerade schon gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf der Seite liegt auf jeden Fall die Keuchfuck. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Ja, und hier sieht man den sogenannten Abi-Sturm. Die haben es geschafft und auch allen Grund dann zu feiern. Das habe ich euch gegönnt. Seht ihr diesen Sandhaufen da im Wasser? Haben sie irgendwie aufgeschüttet und die Kinder sind durchs Wasser auf diesen Haufen und spielen da drauf. Klasse. So wie das kleine weiße Haus hier oder links daneben das oder gegenüber das. Dieses Video wird echt katastrophal, weil es hier so viel zu sehen gibt, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich das zusammenschneiden soll. Aber irgendwie wird schon gehen. So wie hier, das meine ich, was ihr da drüben jetzt seht. Normalerweise müsste man da jedes Gebäude einzeln abgehen. Aber das kriege ich mit dem Winkel dieser Kamera leider nicht hin. Deswegen zeige ich euch das zumindest so von der Seitenansicht. Nachdem ihr die Seite jetzt gleich gesehen habt, werde ich selber die Seite wechseln, ein Stück zurückfahren und mal weiter Richtung Innenstadt radeln, damit ich morgen weiß, was ich ablaufen werde mit euch. Ich habe bei meinem Mikro noch mal so ein zusätzliches Puschel drauf. Ich hoffe, die Windgeräusche sind besser als im letzten Video. Hier wollte ich mich ursprünglich hinstellen, aber ist nur für Anwohner mit Ausweis. Wäre ja auch kein schlechtes Eckchen gewesen. Naja, jetzt wird gedreht. Jetzt wollte ich gerade mit Schwung hier um die Ecke, den Berg hoch. Und was sehe ich? Die nächste Schönheit. Ja, das ist mal ein Rathaus hier. Ich hoffe, ich vergesse nicht, die Bilder einzufügen, die ich gerade so gemacht habe. Aber ich schwenke auch mal hier drin. Und wie sollte es anders sein, der nächsten Ecke die nächsten Schönheiten. Also ich meine mit Schönheiten natürlich hier die architektonischen Schönheiten. Thank you.
Und hier wieder eine weitere schöne Perspektive Richtung Stadt und Kirche. Wobei, die habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Naja, doppelt gemoppelt hält besser. So, meine Lieben, für heute muss das reichen. Ich muss jetzt noch ungefähr 5 Kilometer zurück zu diesem Wohnmobilstellplatz da. Dann bin ich bei knapp 20 Kilometer für heute. Das reicht mir. Dafür war der Tag einfach zu anstrengend. Und den Rest gibt es dann morgen bzw. im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus.